Hallihallo, lieber Zwilling. Ich möchte mit Hilfe der Karten in deine Energien schauen. Das sind kollektive Legungen, kann ich auf jeden zutreffen. Die Zeit ist fließend. Über ein Abo, Like und auch Teilen dieses Kanals sowie auch über Kommentare. Ja, würde ich mich sehr freuen. Und dann wollen wir mal schauen für den Zwilling. Für den Zwilling geboren, ne? Bitte. Ein paar Überschriften für den Zwilling. Ja, damit man gleich wieder Luftenergie. Ja, nur ist gut. Nur ist gut. Das einmal sortieren hier. Schauen wir gleich rein. Und dann hätte ich aus diesem Deck gerne auch noch mal ein paar Botschaften für den Zwillinggeborenen. Huch, das sind zu viele. Haben wir diese Luftzeichen, ne? Naja, so ist das. Kenn das, bin ja auch eins. Bin ja Wassermann. Chaos Queen. Okay. Da haben wir noch mal zwei. Und dann haben wir hier noch mal für den Zwilling. Muss auch mal langsam gut hier. Und der Fußboden. Klar, warum auch nicht? Und noch mal. Diese Luftzeichen. Ich muss einmal nach unten. Muss ja immer sportlich bleiben hier, ne? Okay. Oh je. Ich drehe das einmal um und dann lesen wir das gleich mal aus. Und eine Entscheidung. Unter Wasser. Okay. Dann wollen wir mal schauen, was haben wir denn hier? Lieber Zwilling, die Gemeinschaft mit Menschen, das ist dein Umfeld, deine Freunde, Familie, des kleinen Übergewichts, das Erregende, die Wiederkehr, das Auftreten. Und die Minderung, ja. Und die Minderung. Und die unerwiderte Liebe. Deine Gemeinschaft, lieber Zwilling. Sei es Freunde, Projekte, das kann der Club sein, die Familie. Ist die 13, also die 4, das Fundament dieser Gemeinschaft. Das ist dir vielleicht manchmal alles ein bisschen viel, lieber Zwilling. Des kleinen Übergewichts, da haben wir die 62, die Quersumme, die 8. Das ist auch so ein bisschen, das ist mir too much. Ich trete ein bisschen zurück aus dieser Gemeinschaft. Ne? Haben wir das Auftreten mit der 10. Also nicht mehr ganz so präsent sein. Da hast du dich ein bisschen zurückgezogen, lieber Zwilling. Da haben wir auch die Minderung, die 5. Nicht mehr so aktiv sein in dieser Gruppe. Ja, warum kann das sein? Da wiederholt sich irgendwas. Ich habe hier für dich, lieber Zwilling, dreimal die 6 liegen.
Achte bitte auf solche Zeichen, Zahlen, Kassenbons, Uhrzeiten, Hausnummern, Autokennzeichen. Da möchte man dir einen Hinweis geben, lieber Zwilling. Weil ich habe ja auch hier das Erregende. Also in dieser Gemeinschaft, lieber Zwilling, gibt es vielleicht jemanden, den du sehr, sehr gerne magst. Die 666, also das spricht auch für die Liebe. Ne? Aber ich habe ja auch die unerwiderte Liebe. Vielleicht ziehst du dich deswegen aus dieser Gemeinschaft ein bisschen zurück, lieber Zwilling. Du hast da Gefühle für jemanden entwickelt, die aber einseitig sind. Eine unerwiderte Liebe. Das kann sich auch auf eine Thematik einer Gruppe beziehen. Ne? Dass man Vorschläge macht, man wird sich da nicht einig und dass man dann auch sagt, macht doch, was ihr wollt. Ich bin da raus. Das kann gut sein. Vielleicht wird auch nicht alles angenommen in dieser Gemeinschaft, was du vorschlägst. Das kann auch sein. Aber es kann sich durchaus auch um einen Menschen handeln, in den du dich vielleicht ein bisschen verguckt hast. Ja, was haben wir denn da noch? Der Fluss. Finde deine Mitte. Gefühle. Ich meine, so ein Verein, so ein Club, wenn man da viele Dinge miteinander unternimmt, also das kann natürlich auch ganz schön ins Geld gehen, ne? Vielleicht kannst du auch nicht überall dran teilhaben aus finanziellen Gründen. Das könnte natürlich auch sein. Gibt es mehrere Möglichkeiten? Ja. Ist auch Bauchgefühl. Ja. Dann haben wir hier die Zeiten des Lebens. Du spiegelst die Welt und die Welt spiegelt dich. In dieser Gemeinschaft, da wird man gesehen. Und so wie du dich gibst, kommt das auch zurück. Hier haben wir mit der 4 das Fundament. Setz dich ein und folge deiner Energie. Da haben wir einen Donnerstag. Neue Ideen sind das auch. Vorschläge, die du machst. Vielleicht wird nicht jeder Vorschlag angenommen. Das kann natürlich sein. Aber grundsätzlich fühlst du dich in dieser Gemeinschaft wohl und du genießt deine Zeit dort. Hier, Kreativität. Mit dem Wassermann neue Impulse. Ist eine nette Gemeinschaft. Aber manchmal ist dir das alles ein bisschen viel, lieber Zwilling. Es kann mehrere Gründe haben. So, dann haben wir hier, finde einen neuen Sinn mit dem Schützen. Dezember. Im letzten Jahr. Es kann natürlich auch sein, dass eine neue Person in diese Gemeinschaft gekommen ist, die du schon ziemlich gut findest. Aber da haben wir die unerwiderte Liebe. Es kann auch sein, dass sich das im letzten Jahr schon im Dezember abgespielt hat. Dann gucken wir mal, was ist denn mit dieser Gemeinschaft, lieber Zwilling? Was haben wir denn da? Für den Zwilling bitte. Aha. Der Glaube. Kurzzeitig, kurzfristiges. Und eine Entscheidung. Und Klarheit an die Zukunft. Also man heilt sich auch in dieser Gemeinschaft, ne?
Es tut einem gut. Es hat so einen richtigen medizinischen Aspekt auch, ne? Also ich würde da ja nichts rausschmeißen, aber das klingt fast wie eine Kommune. Sorry. Es kann aber natürlich sein, dass sich einige von euch Zwillingen in so einer Art Kommune befinden, ja. Da haben wir Entscheidung, kurzfristige Entscheidung, Spontanitäten. Das ist, ich ja auch mit der Sense, das Plötzliche, ne? Das stoßt ja nicht alles auf Gegenliebe, was man da macht. Das heißt, da gibt es immer wieder neue Ideen, Flausen. Heute machen wir dies, morgen machen wir das. Dann ändert sich das spontan, dann entscheidet man was Neues. Mit dem Wassermann hat man dann wieder neue Ideen. Irgendjemand aus dieser Gemeinschaft. Schon aufregend da, ne? Zwilling. Ja, was ist da noch? Für den Zwilling in dieser Gemeinschaft. Es wird ja vielleicht auch manchmal alles zu viel und dann ziehst du dich da ein bisschen zurück. Dann mit dem Mangel. Was ist das für ein Mangel? Was fehlt dir, Zwilling? Ja. Neuanfang. Ein Neuanfang. Machen wir dein Gegenüber, lieber Zwilling, oder die Gemeinschaft, oder wer auch immer das ist. Da passiert also nicht so viel Neues, ne? Ja. Manchmal langweilt dich das und es wird dir zu viel, ne? Du bist also nicht für alles zu haben, was diese Gemeinschaft angeht, lieber Zwilling. Und dann ziehst du dich zurück, weil dir das zu viel wird. Okay. Was dürfen wir den Zwillingen dann noch mitgeben? Also generell ist diese Gemeinschaft schon ein heilender Aspekt für dich. Und es mag vielleicht auch einen Menschen geben, den du da sehr, sehr klasse findest. Entweder weiß der noch nichts davon oder der bringt dir das nicht entgegen. Das ist vielleicht auch mit ein Grund von dem Rückzug. Ja, es gibt da auch viele Diskussionen, neue Ideen. Aber du bist nicht für alles zu haben, lieber Zwilling. Grundsätzlich hat das Ganze schon einen heilenden Aspekt. So, da haben wir wieder dein Gegenüber. Oha. Und der Fußboden. Da haben wir die Bindung. Ah je, immer nach unten. Ja. Kommst vielleicht auch mit, also da haben wir dein Gegenüber. In dieser Gemeinschaft. Da hätte ich gerne bitte noch eine Karte drauf. Also dein Gegenüber kann auch diese komplette Gemeinschaft sein. Das muss nicht ein einzelner Mensch sein. Ja. Das große Glück. Und die Liebe. Ach so. Ja, lieber Zwilling, das kann sein, dass es in dieser Gemeinschaft jemanden gibt, den du sehr, sehr gut findest. Dieser Mensch hat sich aber vielleicht für jemand anderen entschieden, aus dem Freundeskreis vielleicht auch. Es muss nicht eine Kommune sein, ein Verein. Und da hast du so ein bisschen deine Probleme mit. Deswegen hast du dich auch ein bisschen zurückgezogen. Du hast Schwierigkeiten damit, dass der Mensch, den du gut findest, dass der mit jemand anderen oder sich für jemand anderen entschieden hat, da hast du auch so deine Schwierigkeiten mit. Ja, das hast du vielleicht auch nicht gewusst.
Das kann natürlich sein. Du warst vielleicht auch nicht komplett informiert. Das könnte auch sein. Ja, und eine Entscheidung. Da haben wir nämlich die Entscheidung. Ja. Dran arbeiten. Das dran arbeiten. Ja. Das dann arbeiten, ne? Aber alle zusammen, die haben wirklich eine gute Zeit da. Da und die Liebe. Aber das ist das, wo du Schwierigkeiten mit hast, lieber Zwilling. Das, wo du Zwilling. Moment. Ja, das kriege ich ganz klar so rein. Das war der Grund deines Rückzugs. Die Gemeinschaft ist toll. Du liebst all diese Leute, was auch immer das ist. Und du hast dich da zu jemandem hingezogen gefühlt. Und der hat dich auch so ein bisschen im Unklaren gelassen. Was noch eine Person angeht. Und deswegen ziehst du dich da auch ein bisschen zurück. Das macht dich nicht so glücklich. Grundsätzlich magst du das Ganze, diesen ganzen, ja, verrückten Haufen da. Es kann ein Freundeskreis sein, ein Verein, eine Gemeinschaft. Ja. Und das ist so dein einziges Problem gerade. Dieser Mensch, der konnte sich vielleicht auch nicht entscheiden, den du gut fandest. Es muss sich nicht unbedingt auf die Liebe beziehen. Das kann auch was sein, was man gemeinsam gemacht hat, wo man viel Hoffnung reingesetzt hat und dieser Mensch hat ja was verschwiegen. Das macht das Ganze alles ein bisschen kompliziert, lieber Zwilling. So ganz glücklich bist du da nicht mehr, ne? Ziehst dich zurück. Bist nicht mehr für alles zu haben. Ein Hin und Her habe ich da Hoffnung. Ja, falsche Hoffnung. Da hat man sich irgendwie falsche Hoffnung gemacht in dieser Gemeinschaft. Die unerwiderte Liebe. Dieser Mensch, der sich nachher vielleicht für was anderes entschieden hat, der hat dir vielleicht auch Hoffnung gemacht. Ja. Und hat vieles im Verborgenen gehalten. Ja. Falsche Hoffnung haben wir da. Ja, und wieder der Fuchs. Schlechte Gewissen auch. Das ist irgendwas hinter deinem Rücken gelaufen. Das hat dich nicht glücklich gemacht, Zwilling. Da hast du dich auch zurückgezogen. Dein Gegenüber da, den du gut fandst. Vielleicht warst du verliebt in diesen Menschen. Ja. Der war da nicht ganz aufrichtig zu dir. Der hat da ein paar Dinge hinter deinem Rücken gemacht. Unehrlichkeiten. Falsche Hoffnung, da Konkurrenz, da habe ich sie auch wieder. Obwohl es eigentlich im Ursprung also eine gute Gemeinschaft war. Da Heimlichkeiten haben wir das, da haben wir das wieder, die Heimlichkeiten. Seelische Verletzung. Ja, verletzende Worte. Das war wie ein Schlag ins Gesicht für dich, Zwilling. Tja, es tut mir leid. Aber ich habe hier die Einladung, treffen Dates und nichts Festes. Da haben wir die positive Veränderung. Ich schaue nochmal, was ich hier unter dem Kartenbild habe, Gefühle. Ich
Ja, mit Sicherheit, ja. Nachrichten, Klarheit, Gedanken. Ja, da ist das so. Das ist so, lieber Zwilling. Das tut mir leid. Einige Dinge laufen da nicht ganz korrekt. Ne? Der Fuchs, der mahnt auch ein bisschen hier, sei achtsam, ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Da hier haben wir eine schwierige Verbindung mit dem Berg. Ne? Das macht das Ganze alles ein bisschen kompliziert. Ja, aber grundsätzlich glaube ich, hältst du an dieser Gemeinschaft fest. Du ziehst dich nur ein bisschen zurück, weil das spielt sich ja direkt vor deinen Augen ab. Das tut dir nicht so gut, lieber Zwilling.